Der Sand ist mit Harz angereichert. In Verbindung mit Luft härtet er schnell aus, ist aber dennoch elastisch genug, um dieselbe Form anzunehmen wie das Holzmodell. Aufschüttung und Aushärtung dauern viele Stunden. Am Ende des Tages ist die Form schließlich startklar für den Stahlguss. Das Konzept hat schon Jakob Meyer vor mehr als 150 Jahren entwickelt. Eingebracht hat es ihm damals vorerst nichts. Im Frühjahr 1849 meldet sich die preußische Regierung nicht in Bochum bei Jakob Meyer, sondern in Essen bei Alfred Krupp. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Krupp hat die Verantwortlichen des preußischen Militärs mit seinem Leitspruch überzeugt. Bereits einige Wochen später, im Juni 1849, fällt der erste Schuss aus einer Kruppschen Stahlkanone. Meyer hat das Duell gegen seinen Kontrahenten verloren. Die Stärksten sind, die aus einer Niederlage einen Ansporn gewinnen, also eine neue. Also nicht sagen, ja, jetzt bin ich unterlegen, jetzt ist die Sache für mich zu Ende, sondern aus der Niederlage heraus dann wieder einen neuen Ansatz finden. Jakob Meyer steckt die Niederlage weg und seiner zukünftigen einen Ring an den Finger. Er heiratet seine große Liebe. Agnes Siebert aus Bonn wird ihm keine Kinder schenken, aber Liebe, Kraft und der Legende nach einen guten Rat. Er soll sich Kapital in die Firma holen. Investoren mit Geld und einem kaufmännischen Händchen, das dem Tüftler Meyer selbst leider fehlt. Meyer hört auf Agnes. Er wandelt seine Firma in eine Aktiengesellschaft um und besorgt sich so frisches Kapital. Damit ist endlich der Weg frei für die Gründung des Bochumer Vereins. Doch Aktionäre wollen auch Renditen sehen. Für Meyer heißt das, die Geschäfte müssen laufen. Der Meyer saß da mit dem nicht ganz so blendenden Ruf und das Einzige, was ihn retten konnte, war liefern. Brandenburg, ich hab was Neues. Mit Kleinkram hat er jetzt nichts mehr am Hut. Das sind ja Kirchenglocken. Gute Idee, nicht? Der ist nicht plötzlich fromm geworden, sondern der wollte einfach zeigen, was er kann. Und so eine Glocke zu gießen ist noch schwerer als eine Kanone, denn sie ist sehr viel größer. Johann, du glaubst es nicht. Jetzt will er Kirchenglocken gießen. Kirchenglocken müssen doch klingen. Auch noch schön. Ganz recht. Herr Meyer, bei Kanonen gibt es wenigstens eine gewisse Fehlertoleranz. Glocken müssen einwandfrei sein. Sie sollen die Leute in die Kirche holen und nicht abschrecken. Hm? Brandenburg, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das wird großartig. Mit unseren Mitteln sind Glocken nicht zu machen. Das ist viel zu schwer. Was soll das heißen? Bis das funktioniert, müssten wir viel rumprobieren. Das kostet und wir brauchen Stahl, viel Stahl. In unserer Situation, Herr Meyer, kann sich das kein Mensch leisten. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ja? Man sagt no risk or no fun. Also ein Unternehmer, der sich nicht auf ein Risiko einlässt, der wird auch nicht erfolgreich sein. Damit hat Alfred Krupp nicht gerechnet. Also muss er den lästigen Konkurrenten abschütteln. Egal wie. Eisen kann doch jeder gießen. Das ist ganz einfach. Aber Stahl, Stahl nicht. Meyer betrügt. Hören Sie auf mich. Ich habe es doch selbst probiert, meine Herren. In vielen Versuchen. Es funktioniert ganz einfach nicht. Meine Herren, ich warne Sie. Wenn Sie alle Ihr sauer verdientes Geld in Meyers Geschäft investieren, dann können Sie es auch gleich zum Fenster hinauswerfen. Dass man sich zum Teil hat, glaube ich, die Methoden überzogen. Und dann wurde die Sache unfair. Meyer und seine Geldgeber nehmen Krupps Schmähreden zunächst einmal sportlich. Ach, diese Sprüche. Wenn wir hier erstmal fertig sind, meine Herren, springt höchstens ein gewisser Krupp zum Fenster raus. Das war schon ein, tja, wir würden heute sagen, ein Hammer. Das war ein Hammer. So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder, ansonsten funktioniert das nicht. Der Guss von glühend heißem Stahl ist damals nichts für Angsthasen. Die kochende Schmelze musste von Hand transportiert werden, in unzähligen Tiegeln, die bis zum Rand gefüllt waren.
Diese Form hat 1600 Grad. Das ist, als würde man in einem Grill spazieren gehen. Es ist unglaublich heiß, strahlt aus. Und dann darf das um Gottes Willen nicht überschwappen, was da drin ist, durch einen unrhythmischen Gang. Also man muss sehr harmonisch gehen, möglichst die Hüfte immer auf einer Höhe halten, wie das Balletttänzer sehr gut können, weich abrollenden Gang. Wenn was rausschwappt, dann ist das 1600 Grad heißer Stahl, der sofort alles anzündet, der die Füße verbrennt. Das ist ganz furchtbar. Darf nicht passieren. Dann darf es keine Naht geben zwischen dem Stahl aus einem Tiegel und dem nächsten Tiegel. Das heißt, die müssen so entleert werden, dass in die Form hinein ein kontinuierlicher Stahlstrom entsteht. Nur wenn jeder Ablauf sitzt, funktioniert Meyers Plan, große Glocken aus einem Guss herzustellen. Ohne Maschine. Heute geht das nur mit schwerem Gerät. Schwerlast-LKW und Kräne transportieren die Gusspfannen zur Form. Tiegelschleppende Handwerker gibt es nicht mehr. Im 21. Jahrhundert ist die Gusspfanne meterhoch und fasst rund 150 Tonnen brodelnden Flüssigstahl. Doch an der Temperatur der Schmelze hat sich seit Meyers Erfindung nichts geändert. Sie beträgt nach wie vor 1600 Grad. Zeigt das Messgerät knapp unter 1600 Grad an, kann der Stahl in die vorbereitete Form gegossen werden. Die Gießer haben ihren großen Auftritt. Stahlformguss heißt Teamwork. Jeder weiß, schon der kleinste Fehler kann das Unternehmen Hunderttausende kosten. Wir stellen keinen Christbaumschmuck her, sondern wir machen richtigen Stahlguss. Und der ist hochkomplex und erfordert präzises Timing. Besonders heikel ist die Phase zwischen Transport und dem eigentlichen Guss. Auf dem Weg kühlt der Stahl mehr und mehr ab. Zwar sinkt die Temperatur pro Minute nur um 1 Grad. Ist die Schmelze aber zu kalt, ist sie für den Guss zu zäh. Es müssen alle Schritte passen. Und in 3 Minuten haben sie nicht viel Zeit, etwas zu korrigieren. Wenn da oft auch was passiert, dann passiert es. Und sie können es meistens nicht korrigieren. Der Transporter ist rechtzeitig zur Stelle. Die Form steht bereit, der Stahl hat die richtige Temperatur. Die Gießer machen sich ans Werk. Die Gusspfanne wird aufgeschnitten. Unter großem Getöse strömt der glühende Stahl in die riesige Form für das Turbinengehäuse. Jedes Mal ein Schauspiel. Das Herz liegt mir einfach im Stahl. Also wenn das rausströmt, sage ich, aus der Pfanne und ja, also und es fühlt sich da was, eine Faszination, die das natürlich ausübt. 3 Minuten dauert der Stahlformguss für 150 Tonnen Stahl. Durch den Speiser, ein Zuflussrohr, bahnt sich die Flüssigkeit ihren Weg durch alle Windungen und füllt den hohlen Kern vollständig aus. Nahtlos. Ist der Stahl in der Form, beginnen sofort Gase zu entweichen. Tagelang züngeln ihre Flammen an die Oberfläche, bis die Masse vollständig erkaltet ist. Können die Gase nicht raus, kann die Form platzen. Die Turbinenhülle wäre hin. Selbst nach dem Guss haben die Männer noch alle Hände voll zu tun. Damit der Stahl oben an den Öffnungen nicht schneller erkaltet als ganz unten in der Form, schütten die Gießer jede Menge Sand auf. Die Abdeckung verhindert, dass die Hitze zu schnell nach oben entweicht und garantiert, dass die Masse gleichmäßig abkühlt.
In der Gusspfanne bleibt nur die sogenannte Schlacke übrig. Abfallstoffe, die zum Teil aufbereitet und wieder verwertet werden. Für die Gießer gibt es erst einmal nichts mehr zu tun. Jetzt können sie nur noch abwarten. Es ist ja eben diese Komplexität, die eben diesen Stahlguss ausmacht, also eben diese gewisse Herausforderung. Und wenn jetzt da hier irgendwas vergessen wird, also kann natürlich es dann sein, dass schlussendlich dann das ganze Gussstück dann verworfen wird, also sprich dann verschrottet werden muss. Das sehen die Stahlwerker aber erst nach einer Woche. So lange dauert es, bis die Turbinenhülle hart genug ist. Der nächste Akt beginnt und der offenbart, ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, wenn der Kran das Werkstück aus seinem Sandbett hebt. 150 Tonnen Stahl in einem Stück gegossen. Am Schluss landet die riesige Hülle bei einem Stromerzeuger.